Das ist. Ich denke, er ist da unten stärker. Schönes Knie von Weichel, aber ich meine, Weichel darf man am Boden nicht unterschätzen. Er war jahrelang nur Bodenkämpfer, hat aber so an seinem Stand-up gearbeitet. Also man sieht einfach, der ist wirklich so komplett. Also, das ist, glaube ich, dann wirklich der ein ausgewogenster deutscher Kämpfer. Ja, auf jeden Fall. Aber du siehst doch, dass der Muss so ein bisschen rückwärtsgang ist. Ich habe so das Gefühl, als wenn er wirklich versucht zu shooten, runter möchte. Nächste Woche Alexander Emelianenko in Moskau. Ja, ich glaube, also er steht viel sicherer, aber auch da sind wilde Schwinger, wenn man so einen Haymaker trifft und die haben halt einfach Mumm. Das merkt man einfach. Also der versteht sich hier nicht, der will gewinnen. Ja, auf keinen Fall. Jetzt gerade nochmal ein. Und jetzt ist dein Weichel dran. Also hier siehst du wirklich die Klasse von Weichel auch. Warum? Er hat eine... Oh, Hammer, der Ding. Roundabout, ne? Sehr schön, das hat Wirkung gezeigt. Weil die Nase ist gerötet. Ja. Schöne Rechte hier, wirklich toll. Auch die Takedown-Verteidigung von Weichel ist wirklich Wahnsinn. Ähnlich wie beim Crawford gerade. Also ich glaube, die bessere kommt wie gegen Genghis. Ja, auf jeden Fall. Ja, ist auch. War gerade gefährlich, aber man sieht einfach, der ist so abgewichst, der weiß genau, was nicht läuft, dann weiß er eben, da geht man wieder weg und fängt von vorne an. Man sieht schon, dass er den Kampf doch wirklich sauber aufbaut. Ein toller Kämpfer, Herr Jingles, aber nicht in diesem Niveau. Ein Killer, ne? Der nutzt wirklich jede Chance. Der atmet so ruhig. Also man sieht, der hat einen Berater, den guten Berater, den fitnessmäßig, der ist voll. Ja, vor allem, wie du siehst, der ist schön mit der rechten getroffen. Konter, dann hat jetzt einen Ansatz. Arm Triathlon, was hat er? Ich sehe es nicht genau. Ja, könnte sein. Er darf auch gegnen. Nein, er will sich
Die macht nicht. Nord-South ist auch Sie geht direkt am Main, aber. Was ist das? Ja, die Base von Weichel ist unglaublich. Geht für die Arme. Den einen Arm fixiert hat, die jetzt beide Arme fixieren und jetzt von oben draufschlagen kann. Hat fast eine gute Fixierung, ist ja nie ganz. Kann sich jetzt natürlich jetzt schön durcharbeiten. Schlägen, schlägen den Kopf. Ja, kann sich von hier auch den Rücken holen. Auch den Arm eingeklemmt. Body Triangle. Ja, das kommt der. Ja! Ist kein Knockout, das war eine Submission. Das hält man ein, wir haben das ein bisschen gesehen. Ja, da merkt man die Klasse, nicht zu sagen, der hat seine Klasse untermalt. Ne? Ja, merkt man also die war er heute eine Klasse besser. Ich meine, der Russe ist nicht zu unterschätzen, auch wenn das hier vielleicht nicht so aussah, aber ja, Daniel Weichel ist schon ein harter, guter Kämpfer. Ne? Allen Wassern gewaschen. Ein kompletter Kämpfer. Wie gesagt, mit allen Wassern gewaschen. Schießt auch an allen Positionen, Knie, Fäuste rein, Fuß zu Fisch und alles miteinander wunderbar kombiniert. Aber das ist MMA, ne? Das ist MMA. Im hohen Level. Aus der Gegenwart, Daniel! Kampf gemacht, aber er war einfach heute schon zu stark am Ende.